Moin Pyrus und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch einmal vorstellen, in welchen Läden ihr jetzt aktuell oder auch in ein paar Tagen F1 Feuerwerk erwerben könnt und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, ich würde sagen, wir fangen hier mal mit dem ersten Laden an und zwar, oder Discounter besser gesagt, und zwar ist es Aldi Nord, nicht Süd, Aldi Nord. Und hier kriegen wir ab dem 15.12. das Pyro Superstars. Ich denke mal, jeder sollte es kennen. Ein mega, mega, mega gutes Set. Hat, richtig, richtig viele Artikel enthalten. Hier haben wir zum Beispiel auch Koboldfontänen drin, Feuerspucker, natürlich auch mehrere Knallerbsen, aber das Set ist auch immer sehr, sehr günstig. Das kostet hier, wie man es sehen kann, 4,99 € ist ein richtig guter Preis. Ihr habt hier viel dicke Brummer, auch Knatterbälle drin, alles mögliche, Öhrlichter sogar. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Set. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Tischbomben, Knallerbsen. Also sonst nicht wirklich was Besonderes, aber für das Pyro Superstars lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und das Ganze auch gern mal mitzunehmen. Dann kommen wir zu Penny und zwar haben wir bei Penny auch eine sehr, sehr schöne Auswahl, die wohl schon ab heute gelten soll. Eigentlich hieß es ja ab Donnerstag, dem 8.12., aber in dem Feuerwerksforum hieß es, dass manche Filialen wohl schon ab heute verkaufen, weil es so eine große Nachfrage danach gab. Daran sieht man auch wieder, wie beliebt Feuerwerk dieses Jahr sein wird oder wie beliebt es natürlich ist, aber auch für den Normalverbraucher sein wird. Und zwar haben wir hier zum einen das Lightspeed, die Qualität der Bilder ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, die habe ich aus dem Feuerwerksforum. Haben wir hier das Lightspeed für 4,99 €, hier haben wir 6 schöne Fontänen, ich hatte das schon ein paar Mal und kann sagen, dass man sich das durchaus mitnehmen kann, sind schöne Fontänen dabei, schöne Effekte und für einen Preis von 5 € macht man da nichts mit falsch. Dann haben wir hier Hokus Pokus, müsste das sein, ein kleines F1 Set, ich weiß gar nicht, ich denke mal es kostet auch dann 4,99 €. Würde ich jetzt nicht nehmen, wie gerade eben schon gesehen, ihr kriegt das Pyro Superstars für 4,99 € und das ist deutlich, deutlich besser. Hier bekommt ihr, glaube ich, ein paar Tischbomben drin, kennt man ja, klassische Tischbomben. Hier Party Popper, 2 verschiedene Packungen und nochmal Tischbomben für 3,99 € jeweils. Dann hier das Smiley Pack, ist auch sehr interessant, hier habt ihr irgendwie, ich weiß nicht, 7, 8 verschiedene Fontänen, Vulkane, ein paar Fontänen hier drin. Für 6,99 € ist, denke ich mal, echt ein schönes Set. Das kann man sich durchaus mitnehmen. Dann hier noch das Pyro-Monster auch für 6,99 €. Würde ich, wie gesagt, dann auch lieber zum Pyro Superstars greifen, weil man hier sieht, wenn man es ein bisschen erkennen kann, hoffe ich mal, Knallerbsen drin natürlich. Hier nochmal Knallerbsen, Wunderkerzen, Colorsprüher und dann bleibt hier nicht mehr viel übrig. Also nur noch ein paar einzelne Sachen. Dann haben wir hier nochmal große Knallerbsen, Wachsgießen und hier unten noch das Freibeuter, was an sich auch nicht schlecht ist, aber meines Wissens nach ist es ziemlich exakt das gleiche wie das Pyro Superstars, nur halt zum doppelten Preis. Deshalb nehmt euch das nicht mit und wartet auf das Pyro Superstars, falls ihr aus dem Norden kommt und nicht aus dem Süden. Aber meine Empfehlungen gehen hier ganz klar raus an das Lightspeed und an das Smiley Pack. Die kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. So, dann seht ihr hier nochmal den Beweis von Penny, dass jemand geschrieben hat, dass es heute im Penny schon das Feuerwerk gab, da es laut den Verkäufern erst ab Donnerstag eigentlich kommen sollte, aber aufgrund der hohen Nachfrage haben sie es dann heute schon ins Sortiment gebracht und ja, ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall auch für Penny und deshalb, vielleicht hat es noch nicht jeder Penny, ich denke mal, dass es noch nicht jeder Penny hat, aber wenn euer das hat, dann schaut da doch auf jeden Fall mal vorbei. Dann sehen wir jetzt hier aus dem Lidl das Sortiment und zwar Weco und Komet, da werde ich auch gleich nochmal eine Liste zu zeigen. Hier oben, das kann man zwar schwer erkennen, aber ich glaube, das ist das Pyromix for Kids oder so hieß das, irgendwie so ähnlich, für immer 2,99 € ist ein nettes Set, macht man nichts mit falsch, habt ihr eine schöne kleine Mischung drin, das kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Dann, also übrigens, Lidl soll ja wohl ab heute oder gestern, glaube ich, gehen, ab dem 5.12. meine ich, bin mir da aber auch nicht ganz so sicher. Dann habt ihr Party Popper Set drin, Tischbomben, große Tischbomben, also allgemein halt Partyartikel mehr. Hier an dem Aufsteller, das müsste Komet sein, habt ihr hier unten auch nochmal so kleinere Sets, ein paar Wunderkerzen
und ja, ein paar kleinere Artikel hier wieder Knallbonbons und Tischbomben. Also ich würde für Lidl persönlich eine Empfehlung ganz klar für das, ich glaube es heißt Pyromix for Kids, auf jeden Fall für das kleine Jugendfeuerwerkset aussprechen, weil ihr hier halt eine ganz gute Mischung für den Preis von 3 Euro knapp habt. So, dann seht ihr nämlich jetzt hier nochmal die Liste von den Komet-Artikeln aus dem Lidl. Hier sehen wir Wunderkerzen, Jungle Mix müsste vielleicht ein paar von 10 sein, weiß ich nicht genau. Knallerbsen, Wachsgießen, Partyknaller, Space Captain ist ein kleines Set. 130 Teile für 2,79 € ist auch eigentlich auf jeden Fall okay. Knallbonbons, Magic World sagt mir jetzt nichts, Turbo Boomer sind dicke Boomer, wilde Bienen für 3 Euro knapp. Dann Konfettikanonen, das sind diese kleinen Konfetti-Pistolen, wie auch immer man sie nennen mag, müssten das sein für 3,49 €. Ja, nochmal das Ganze. Dann Bengalfeuer sehe ich hier für 3,99 € 5 Stück, das könnte auf jeden Fall interessant sein. Dann Fire Kids XXL, das sagt mir jetzt persönlich auch nichts. Und dann noch Mega Kids Box, 10,80 € Teile. Ich denke mal, es sind dann auch mehr Fontänen wahrscheinlich. Aber ist auf jeden Fall ein ganz gutes Angebot. Da könnte man sich ja durchaus nochmal rumschauen, was man denn da so im Lidl findet. Dann kommen wir jetzt wieder zum Netto mit dem Hund, mit dem Scotty, wie auch immer man ihn nennen mag. Und zwar soll es da auch ab dem 15.12., meine ich, müsste das sein, also wieder nächste Woche, F1 Feuerwerk geben. Hier oben sehen wir die Supersprüher von Nico Feuerwerk für 4,99 €. Ein Topset, richtig schöne Fontänen, kann ich jedem empfehlen. Sternregen, denk mal ähnliches wie Goldregen, weil hier steht 6 Sandfontänen, müsste sowas ähnliches sein. Dann haben wir hier Rumble in the Jungle für, ja, Tischbomben. 4 Euro ist aber ziemlich teuer, würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Dann haben wir hier nochmal Tischbomben. Ein kleines Set für 5 Euro ist auch meiner Meinung nach viel zu teuer. Wie gesagt, wartet auf das Pyro Superstars aus dem Aldi. Dann haben wir hier Einhornknallerbsen, 4x10 Stück, also das sind wahrscheinlich die großen Knallerbsen. Aber es ist ja eigentlich auch nichts Besonderes jetzt, die kriegt man auch in den anderen Sets haufenweise mit dabei. Dann haben wir hier ein Jugendfeuerwerkset und zwar den Einhornmix für 6 Euro. Ist immer ganz okay, habt ihr auch noch eine ganz gute Fontäne drin aus dem Supersprüher-Set. Damit macht man eigentlich auch nichts falsch. Und ja, dann haben wir hier Knallerbsen, Party, ja, Popper, Partybanger, Dreierpack Wilde Hummel für 2,49 € ist meiner Meinung nach auch etwas zu viel, wobei es okay ist, wenn man sich's mitnehmen möchte, aber muss man sich nicht mitnehmen. Für 3,50 € knapp die Bengalfeuer von Nico sind schöne Teile, aber 3,50 € finde ich pro Stück auch gar nicht mal so wenig. Dann hier Futureland ist auch ein Fontänen-Set, auch bestehend aus den, aus den Supersprühern hier, da sind auch Teile davon drin und das ist an sich auch auf jeden Fall nicht schlecht, da ihr hier 11 Fontänen drin habt. Dann hier ein größeres Partyset für 8,99 €, das Silvesterparty ist ja halt ein Partyset, Partypopper, Knallbonbons, Tischbomben, Wunderkerzen, alles mit dabei. Und dann haben wir hier noch ein 10er-Pack der bengalischen Riesenfackeln von Nico Feuerwerk, sind auch immer ganz schöne Teile, 2,99 € ist auch okay auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein paar Knicklichter, ja, Wachsgießen, Tischbomben und auf der letzten Seite noch einmal die Nico Riesenknallteufel, die Partybombe, Knallbonbons, nochmal Knallbonbons, Eisfontänen sind immer ganz nett für drin, aber 4 Stück für 3 Euro ist auch schon nicht wenig. Dann haben wir hier nochmal Wunderkerze und noch ein kleines Set für 6,49 €. Ja, ist auch ganz okay. Pyroetten sind immer ganz gut auf jeden Fall. Und sonst haben wir hier aber auch Knallerbsen. Also meine Empfehlung, meine Hauptempfehlung geht ganz klar an die Sets aus dem Penny raus. Und zwar an das Smiley Pack und an das Light Speed. Und natürlich an das Pyro Superstars ab dem 15.12. Richtig, richtig gut. Und ja, ihr seht hier auch auf jeden Fall schon weiteres Feuerwerk erhältlich ab dem 29.12. Das verspricht natürlich schon mal sehr viel. Wie gesagt, Verkauf wird zu 100% stattfinden. 99,999%. Und ja, ihr seht jetzt auch nochmal, die Filialen sind sowieso drauf vorbei. Die meisten Container stehen eh schon vor den Filialen. Und genau, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.
Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert mich gerne und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Als kleinen Zusatz habe ich hier noch was gefunden und zwar aus dem Netto haben wir hier noch ein kleines Set und zwar das Pyro Party von Komet Feuerwerk ist ein kleines Set, aber 280 Teile ist auch nicht schlecht, dennoch haben wir hier glaube ich viele Knallerbsen drin für 5,99 € und auch mal eine kleine Konfettikanone, Partyknaller und Wachsgießen ist nochmal ganz nett, 5,99 €, wie gesagt beim Netto muss man sich jetzt nicht nehmen, ab Donnerstag auch, ja. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Jetzt aber ist das Video hiermit beendet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.